Hallo, liebe Zuschauer. Hier ist euer Horror Crush 40Freak 89. Und nein, ich trage das nicht alleine wegen der Corona-Pandemie, sondern auch um etwas Gruselstimmung für das aktuelle Halloween 2020 reinzubringen. Und ich begrüße euch nun zur neuesten Let's Show. Dieses Mal mit der Sage 2020 Demo zu Fazbear in After. Einem weiteren Fangame zur berühmten Horror Point and Click Five Nights at Freddy's Spielereihe, die bis heute noch eine gewaltige Fanbase feiert. Eine gewaltige Fanbase besitzt. Und das beweist auch dieses Spiel hier. Also, ich wollte eigentlich mit was anderem weitermachen, aber da ja heute Halloween ist, dachte ich mir, mache ich mein kleines Soft-Horror-Game. Ich bin mir allerdings sicher, ob man das als Soft-Horror bezeichnen kann. Ich habe das noch nie gespielt, aber von was ich im Trailer gesehen habe, scheint es wie Freedom Planet sich zu spielen. Und das habe ich gerne immer und sowas habe ich immer gern. Auch wenn ich selber kein Fan der Five Nights at Freddy's Reihe bin. Aber gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los hier. New Game. Und zum Glück kann man das auch über Controller spielen. Hold Attack Spin. Up Attack Hit Up. Down Down Stomp. Above the ground while spinning you can do an air hit by pressing down plus hit. Down plus jump fast stomp. Down roll. Okay. Ja, da sieht man's. Ich weiß allerdings nicht, was für ein Five Nights at Freddy's Charakter das ist. Ich glaube, das ist Bonnie, oder? Ich glaube, so heißt er. Der liederne Hase. In der Five Nights at Freddy's Reihe, zumindest in den ersten beiden Teilen war das so, weil ich glaube, es gibt jetzt insgesamt schon 5 offizielle Teile und darüber hinaus auch noch Spin-off-Games, die ein anderes Gameplay-Prinzip beinhalten, aber immer noch Anspielungen an Five Nights at Freddy's haben. Es ging ja darum, die Story, dass man als Nachtwächter in einer Pizzeria eingestellt worden ist. Und dabei musste man darauf Acht geben. Und dabei muss man aber leider bedenken, dass währenddessen die Animatronics, die sogenannten Roboter, wie hier zum Beispiel Bonnie, die eigentlich für die Unterhaltung dienen in der Pizzeria. Ja, die laufen natürlich dann währenddessen amok und versuchen den Wächter zu packen und ihn in eine, ja, und in einen der nicht lebendigen Roboter reinzustecken. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, indem man immer gut mit den Türen oder was auch immer System arbeitet, um sie immer fernzuhalten, bis das die Uhr 6 Uhr schlägt, denn dann hat man die Nacht überstanden. Das hat immer verschiedene Schwierigkeitsgrade gehabt und immer wieder andere Voraussetzungen, um die ganzen Animatronics abzuwehren. Sollte man es nicht schaffen, dann gibt es einen feinen Jumpscare. So richtig. Ach, und das hat natürlich eine riesen Fangemeinschaft erzeugt. Für mich war es natürlich nichts, aber ja, von was ich gesehen habe in einigen Videos, ist schon einiges an Strategie erforderlich, um das hinzubekommen. The back in pause menu will not in the demo back in pause menu will not be allowed for heals use RTAR. If you see walls, you can use wall jump in there using a dash to moving fast. Ja, okay. Open gifts for getting materials to create chips on the crafting table. Gifts are hide in secret places. Man kann sich also was erstellen? Gut, da ist er schon. Ja, man kann richtig gut rennen. Und ja. Dash kann man natürlich mit den Schulterbutton ausfüllen. Oh! Ein Teleport-Move. Okay, man kann es jetzt mit beiden, das ist wahrscheinlich der Ausweichs-Move. Man kann es entweder mit RT den Dasher und RB oder den
Teleport-Move mit LT oder LB ausführen mit dem Xbox One Controller. Ja. X ist mit dem Angriff. Oh, auch Y kann diesen. What the? Ich laufe immer weiter auf der Stelle. Was soll das? Hm. Das war jetzt echt merkwürdig. Ah, mit B-Knopf und Y. Also mit B-Knopf setzen wir auch den Dash an, mit Y diesen Teleport-Move. Ja, man sammelt anscheinend diese Kristalle hier. Ah ja, natürlich, wenn man gedrückt hält, kann man diesen Special Move einsetzen. Dabei aber auch die Leiste verbrauchen, die sich ja mit der Zeit wieder auffüllt. Und ja, wie Freedom Planet. Deutlich wie Sonic, also, oder wie Sonic hier. Also man kann mit beiden assoziieren, aber erst mit Freedom Planet. Ja, schon mal interessant hier. Ich frag mich, was die Story von diesem Spiel ist, wenn wir dann auch nur sehen, wenn wir erstmal. Alter! Verpiss dich, Mann! Wird man auch nur sehen, wenn wir erstmal das, wenn das erstmal das Spiel fertig ist. Jetzt muss ich nur besser aufpassen hier. Dass ich mich nicht von den Gegnern hier treffen lasse. Unnötig. Okay, man kann einfach weiterlaufen, man wird da nicht aufgehalten, ohne, so richtig. Komm hoch da. Nein. Schon an sich ein schönes Spielchen hier. Also, es gefällt mir bislang. Ich bin mal gespannt. Es soll ja auch einen Bosskampf geben. Da bin ich, da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Aber es ist eine schöne Plattform-Sektion hier. Der Flammenwerfer braucht deutlich mehr Treffer als der andere Gegner. Na, komm. So, Alter. Mehr Kristalle. Werden schon für irgendwas zu gebrauchen sein. Das heißt ja, wir können was craften auch noch bei dem Spiel. Oh, da sehe ich schon ein Geschenk. Komme ich da hin? Ne. Ein bisschen die Physik ist vielleicht nicht. Ist vielleicht doch ein bisschen schwierig zu steuern hier. Den Busch kann man festhängen. Okay. Ah, come on. Verpiss dich. Warte. Das glitscht einfach da durch, die Plattform. Na klar. Und weg mit dir. Ach komm, warum bleiben die denn nicht drauf? So, hier ist das Geschenk. Irgendwo in der Nähe. Ups, na, hoch da. Nein, hier nicht. Komisch. Hab ich da ein bisschen vertan? Anscheinend. Warte mal. Kommt man da durch? Nein, leider nicht. Na gut, wir finden da schon noch das Geschenk. Yeah! Wie ist man das? Ah! Metallmaterial. Nice! Okay. Das hätten wir auch. So, wie geht's jetzt hier weiter? Dann müssen wir auch zum Ziel kommen. Oh.
braucht auch mehr Treffer. So scheint es mir. Wo sind die Materialien? Die sind einfach weg. Oh, hey, da ist noch ein Geschenk. Das lasse ich mir nicht entgehen hier. Von dem Flammenwerfer werde ich aber nicht getroffen. So, noch mehr Metallmaterial. Die Gegner sind besonders heftig. Oh oh. Ja, jetzt färbt sich der Bildschirm schon regelrecht hier. Will damit aussagen? Ja, du stirbst gleich. Gibt's ja keine Heilungsgegenstände? Oh. Aber das passt jetzt zu der schönen Wuselatmosphäre. Ja, ich mache jetzt mal nichts so goriges wie zuletzt noch Sonic.exe. Spirits of Hell. Das war mal was. Aber gut, ja, das war 2018, 2019 habe ich ja mit Luigi's Mansion 3 angefangen. Als schönes Horror, Let's Play mehr oder weniger. Naja. Ah, ich sehe kein Ende von diesem Level. Aber gut, es scheint, jetzt geht es hier weiter, weil es kommt mir ja so vor, als würde ich zum Anfang zurückgehen. An der Stelle. Kriegt man doch nur diese ganzen Kristalle. Was ich aber brauche, sind Leben. Schließlich stirbt unser Bunny gleich. Der Bonnie. Ich hoffe, ich gehe irgendwie den richtigen Weg da. Ich komme aber jetzt tatsächlich wieder an die Stelle zurück, wo ich schon war. Ich kenne auch das Level-Layout nicht, also wie soll ich das bitte schön riechen, wo es hier weitergeht? Oh, vielleicht hier oben? Stimmt, weil ich bin da. Der ist abgebrochen. Verdammt nochmal, fahr doch nicht da rein. Komm doch darüber. Ich glaube, ich sollte auch mal den Ausweichsmove gegen ihn einsetzen. Ach, come on, das ist echt hier scheiße. Was ist das? Schon langsam vorantasten, damit ich hier durchkomme. So. Gerade noch erwischt, bevor er sein Blindsichtblatt eingesetzt hat. Oh. Harta? Ah! Da kann man speichern. Und sich heilen. Was könnte man denn hier jetzt craften? Metal, Silver Gold, Double Jump, Critical Hit, Big Tank. Armor, High Dash, Vampiric. Da brauchen wir jeweils 20 Stück von allem und wir brauchen noch zusätzliche Silber- und Goldmaterial. Also, wir können noch nichts herstellen für uns. Tja, geht noch nicht, dann gehen wir jetzt weiter. Oh, unter Wasser. Okay, aber jetzt dann schnell, bevor mir die Luft ausgeht. Jetzt aber schnell hier raus. Oh oh. Die Luft geht mir langsam aus. Oh, au. Ruck. Oh, Luft. Obwohl, ein Animatronic wie er braucht doch keine Luft. Der ist doch, der lebt doch noch nicht mal. Ich meine. Die, selbst die Detroit Become Human Androiden können unter Wasser überleben. Es sei denn, die haben wirklich schon so eine Art Atemsystem, das deren Biokomponenten ausfallen lässt. Weil ich meine, große Kälte lässt auch Biokomponenten ausfallen. Und damit auch ähnlich wie bei Menschen die Lebensspanne. Also, dass die Sachen da immer durchglitschen müssen, das gefällt mir nicht. Ich meine, ich weiß noch nicht mal, wofür diese Kristalle sind. Aber ich hoffe, dass der Entwickler das irgendwann mal fixen wird. Mann, dass du wegkommst. So. Na komm, hoch da. So, wo geht's denn hier rauf?
Ah, Giftgas. Was zum... Dachte, ich wäre jetzt gerade verschwunden. So. Na gut, das sammle ich noch schnell ein hier und dann gehen wir weiter. Na komm. Was mit deiner Säge nach? Come on. Und bam. Meinen Hieb nach oben und das war's mit ihm. Oh, das. Das war eine ganz besonders große, also goldene. Oh, da. Nur wieder Metallmaterial. Sehr schön. So. Und weg. Wenigstens reicht bei denen meist ein Treffer. Wieder durch Looping Action. Na, gehen wir lieber oben lang. Da ist es mir lieber. Giftgasalarm. Verpiss dich. Ah. Sind immer so Gegner. Ohne Vorwarnung erscheinen müssen. Na, Combo? Was? Der Combo aufrechterhalten können oder was? Keine Ahnung. Nein! Shit! Oh Mann! Der nächste Treffer könnte mich jetzt killen. Das ist bloß aufpassen. Nein! Wieso? Oh shit. Ich bin aber noch im Leben, was? Wie weit gehen die Leiste? Ah, oh, und schon sterbe ich. Fuck. Nicht, dass ich da jetzt wieder anfange. Midnight Forest Zone. Moment, bin ich wieder ganz am Anfang? Nein, oder? Nee, ich glaub mal nicht. Puh, das Spiel ist echt die Härte. Okay, ich vergesse vielleicht auch diese Ausweichsmoves auch noch zu machen. So, so soll es dann eigentlich laufen. Kann ich die Gegner auch gezielt ignorieren? Okay, ich glaube, ich muss nicht von vorne anfangen, oder? Ich bin jetzt gerade nicht sicher, wo ich jetzt bin. Da feststelle ich, möchte eigentlich oben weitermachen hier. Das ist mir lieber. Das ist mir deutlich lieber gerade. Ah! Darauf kann man doch nicht so schnell reagieren. Komme ich da nicht drüber? Jetzt muss ich hier oben. Oh, ruck! Nee, geht nicht. Ja, stattdessen renne ich in den Gegner rein. Mit seinem Elektroschlag schadet. Oder jetzt der mit dem Flammenwerfer. Der konnte jetzt auch zum ersten Mal einen Treffer zufügen, was ihm sonst nicht möglich war. Wo ich direkt in seinen Flammen war. Jetzt ist er mal oben hier. Das ist mal eine Abwechslung. Da ist das Geschenk. Oh nein, ich bin also tatsächlich wieder am Anfang oder was? Da drüben, weil das ist der Weg zum Geschenk gewesen. Manometer, ich fange also wieder von vorne, oder was? Ich glaube ja. Das ist aber jetzt ein Bullshit hier. Wir sind hier das Ende des Levels, das geht ja wirklich sehr lang. Das Ganze. Es ist wirklich kein Ende in Sicht bei dem. Äh.
Ja, tatsächlich. Ja, toll. Und da fehlt mir sogar noch was. Zu wenig. Von allem. So, jetzt komme ich hier schneller durch. Ja, das Speichern war aber jetzt ein Fehler. Nochmal, weil jetzt habe ich weniger Material als vorher, aber gut. Ich spiele ja nicht auf 100%. Gut, das Spiel. Ich könnte mir dadurch das Spiel auch besser und einfacher machen, wenn ich diese Materialien mit ansammle. Aber komm. Das muss nicht sein. Ich will einfach nur bis zum Ende kommen, weil am Ende spielt man eh nur den einen Level hier und dann, ja, hat sich die Sache. Ne? Ich glaube fast, ja. Nicht wahr sein. Na komm, hoch da. Und wieder hoch da hier. Und gekillt erfolgreich. Na, was ist denn? Auf einmal geht's. So. Ich hänge hier fest. Ich würde sagen, dann sorge ich manchmal zu hängen oder was? So. Und dann kann ich mir das noch holen. Auch wenn es noch mehr gab vorher. Gehen wir mal unter Wasser lang. Ach, Moment. Was? Geht da nicht weiter? Ich muss sowieso hoch da. Tja, gut. Dann, wenn das so ist, liebes Spiel, dann muss ich wohl so machen. Ja, komm. Wie soll man den? Ein bisschen unfair ist das schon. Ne? Sich hinter einem Busch da verstecken und den Attacken entgehen? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Gerade. Ah. Jetzt come on. So, immer auch mit den Dasher und Teleporter arbeiten. Damit das auch klappt. Alter, wo geht's denn da runter? Ah! Nein, jetzt reicht's mir. Ich muss mich jetzt killen. Jetzt steuert es nicht mehr. Was ist denn das jetzt? Ich konnte plötzlich nicht mehr steuern. Was war das jetzt für eine Scheiße? Es sah so aus, als wäre ich. Jetzt würde ich mich vom Gegner treffen lassen wollen, aber das. Das war nicht beabsichtigt. Was? Das lässt mich so höher springen? What the hell? Nein! Kommt, jetzt tötet mich nicht schon wieder! Mann, wo ist denn hier das Ende? Das geht doch schon viel zu lang, der Level hier. Ein einziger Treffer reicht nur noch und ich bin tot. Und es könnten manche Gegner wieder unfair aufgestellt sein. Muss ich schon sehr vorsichtig vorgehen. Uff. Das aufhören. Yes! Gerade noch erwischt. So.
Shit, das war knapp, ey. Nein! Ich habe nur darauf gewartet, dass er... Ich wollte nicht, dass er... Ach! Come on! Wann ist hier Schluss bei dem Level? Der geht mir schon zu lange! Ja, jetzt tut das Spiel auf einmal nichts mehr. Was ist das? Jetzt ist das Spiel abgestürzt, oder was? Es tut nichts mehr! Was soll die Scheiße? So. Das immer wieder. Aber meine Fresse. Ich weiß nicht, was ihr davon halten sollt. Vor allem, wie lang ist diese Zone eigentlich? Ist echt nicht zu fassen. Geh mal lieber unten lang, scheiß drauf. Come on, der Level ist ja wirklich viel zu lang hier. Ach, shit. Die Gegner zu treffen ist manchmal echt viel zu schwer. Was zum... Der Treffer hätten eigentlich killen müssen. Manchmal nicht, wie das Spiel hat. Ein Problem. Es ist echt schwer, hier durchzukommen. Also ich hoffe, dass dann bald mal Schluss ist. Aber das mit tatsächlich das Spiel abstürzt, nachdem ich gestorben bin, nochmal? Ist doch nicht zu fassen. Ich meine, ist der Level wirklich so teurer lang, weil ich meine, come on. Oder dem, ich mag auch wirklich, dass einiges an Steuerungsproblemen sind, weil ich konnte teilweise mich gar nicht mehr bewegen. So, flux die Box hier. Nicht mit mir, Freundchen. War ich zu ungeduldig. Da hat er mich dann dementsprechend erwischen können. Was ist das mit der Kombo hier und was? Mein Lieber, was soll das? Warum bleibst du so blöd hängen da? So, jetzt wieder da. Nach unten im Eistempo. Vorbei an den ganzen Spackos. Ich meine, wenn man das Level-Layout kennt, kann man wirklich schön ein wirklich schön Speedrun durch den Level hier. Und weg. Okay, das ist natürlich mit Combo gemeint. Ganz klarer Fall. Eieiei. Jetzt kommt auch keine Musik mehr. Komischerweise. Aua, na toll. Was soll das? Kill ihn doch! Ah!
Ey, warum hat das sie getroffen? Wo ist die Hitbox von dem Scheiß? Warum hat das mich erwischt? Scheiß doch die Wand an, warum stirbt er nicht beim Treffer hier? Normalerweise sterben die doch mit einem Treffer. Oh Mann, der ist ja wirklich perfekt positioniert hier. Wird er das jetzt nicht wirklich gezählt? Keine Ahnung. Also das Spiel ist leider ein bisschen zu verbuggt immer noch. Sollte da wirklich Feedback geben. Alter, der Level will einfach nicht enden. Oh, ich habe beinahe in die Flamme reingesprungen. Und ich komme endlich mal wenigstens zum Speicherplatz und weiteren. Das wird's gerade famos. Jetzt hat er wieder 4 Treffer gebraucht statt 3. Ich weiß nicht, wie die Gegner alle ticken. Oder es ist irgendwas mit der Hitrate nicht in Ordnung teilweise. So. Oh Mann. Immerhin. Ja, wenn wieder was schief geht, dann kann er nochmal speichern. Oh. Was ist jetzt los? Ein Boss. Get out. Oh shit. Der ballert ja ganz schön heftig. Okay, jetzt aber. Schickt er noch Gegner oben drauf? Shit, shit. Na, warte. Oh, shit. Ja, komm nur runter jetzt mal. Ja, ja, das klappt doch. Don't listen to me. Ab. Was? Was macht er? Ist jetzt auch schon ein Mega-Laser ein. Ja, jetzt wird er. Jetzt nimmt er lang, macht er langsam ernst. Wer ist dieser Typ? Wer ist der Pilot hier? Oh! Das hat mich jetzt gerissen. So, aufpassen auf den Mega-Laser hier. Der könnte mich hier mit einem Schlag killen. Ah! Aber gut, den Boss haben wir fast. Wenn es so gut weiterläuft. Alter! Da habe ich diesmal nicht gute Treffer hinzufügen können. Komm runter da. Jetzt kann er wieder runterkommen. Oder schießt er nochmal? Er schießt nochmal. Und das wär's, wir haben ihn! Schloss mit dir! Haha, verpiss dich bloß. Aber der Level ist noch nicht vorbei, ne? Ach du Scheiße, wie lange geht das denn noch? Oder was ist das jetzt? Ja, da! Stürze, dann schalte ich das Spiel einfach ab. Okay, okay. Ja, schätze mal, das war's jetzt. Oh mein Gott. Aber shit, das war vielleicht was. Ja, was ist eure Meinung zu dem Spiel? Download-Link wie immer in der Videobeschreibung und
Ja, ich wünsche euch noch weiterhin ein schönes Halloween. Hoffe, dass ihr genügend Süßigkeiten einhaschen konntet oder was auch immer. Keine Ahnung. Ob ihr das überhaupt noch macht. Glaub mal nicht. Aber ich hoffe, ihr habt andere schöne Halloween-Feiern, die ihr, an denen ihr hoffentlich auch trotz der Pandemie teilnehmen könnt. Ja, und ansonsten, danke für eure Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos und bis zum nächsten Let's Show. Eurer Crush 43 89.